Hallo und herzlich willkommen zum Pay-Per-View, zu Payback, und endlich sind wir da bei Payback, auf dem Pay-Per-View, auf den wir ja jetzt schon wieder einen Monat gewartet haben. So ist das halt mit den Pay-Per-Views. Die Pre-Show steht an, und bevor wir jetzt anfangen, einmal kurz die Matchcard, damit alle sich drauf freuen können. Jeden Tag kommt jetzt ein Video. Ich hoffe, ihr feiert euch in den Kommentaren wieder gegenseitig, battelt euch da richtig und hoffentlich stimmt die Viewzahl, dass wieder einige Leute hier dabei waren bei Payback und dieser Pay-Per-View nicht an manchen einfach so vorbeigegangen ist. Heute in der Pre-Show, das Finale des Turniers von NXT hatten wir letzte Woche bei NXT, und die Champions Jack Steele und Razor, die brauchen ja neue Gegner, und genau das wird heute ermittelt. Die Sieger des Turniers, quasi Kevin Young und Mark Morris, treffen heute Abend auf das beste Tag-Team aller Zeiten. Zumindest sagen sie selber das. Ob das wirklich so ist, werden wir dann heute Abend so herausfinden, denke ich mal. Morgen dann das Intercontinental Championship Match. Dolph Ziggler gegen Cesaro, quasi das Rückmatch. Match Nummer 3 des Pay-Per-Views. Randy Orton gegen Kevin Nash. Mann, was wird das ein Match? HBK am Ring. Es folgt John Cena, 15-facher World Champion, gegen Ric Flair, den US Champion, 16-facher World Champion. US Championship Match, was denn sonst? Bray Wyatt gegen den Undertaker, das wird richtig gut, das Ende der Fehde, sozusagen Kane, Taker gegen die Wyatts. Und das Co-Main Event, Luke Bass verteidigt den NXT-Titel gegen Adrian Neville und Jack Steel. Das ist wirklich ein Match, auf das ich mich besonders freue, und dann im Main Event natürlich Roman Reigns gegen Batista in dem WWE Championship Match. Und ich mache mir jetzt schon Sorgen, quasi 6 Matches vorher, dass Batista den Titel gewinnt und Age of the Fall dann ganz abgehoben ist. Abgehoben! Und deswegen jetzt Pre-Show, wir fangen an. Kevin Young und Mark Morris, natürlich alles auf episch eingestellt, ihr wisst es ja. Mann, ich freue mich richtig auf Payback. Heute am Sonntag ist komplett verregnet. Da kann man perfekt aufnehmen. Es gibt nichts Besseres. Und ja, für wen bin ich in diesem doch sehr, sehr guten Tag-Team-Match? Ich weiß es nicht. Natürlich, ich würde es Mark Morris und Kevin Young gönnen. Auf jeden Fall. Und das ist der erste Pay-Per-View-Einsatz, glaube ich, von den beiden. Ich weiß nicht, ob die schon mal bei der Six-Man Battle Royal irgendwie teilgenommen haben am Pay-Per-View. Ich weiß es nicht. Aber da kommt Kevin Young. Als Pre-Show auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet, dieses Match, finde ich. Denn so können die NXT-Superstars, neben dem NXT-Championship-Match, was ja kommt, auch mal hier ein bisschen, ja, Zuschauerzeit bekommen. Live-Zeit sozusagen beim Pay-Per-View. Und für die, die es noch nicht wissen, heute ist Payback, also beziehungsweise diese Woche ist Payback, und der nächste Pay-Per-View ist Over the Limit. Ihr kennt mich ja, Pay-Per-Views sind bei mir quasi immer schon einen Monat vorher fast fertig geplant, aber dann kann man die besseren Storylines herausfinden, und so, das ist hier ja zum Beispiel ein Match, was noch nicht vorher stand. Kevin Young lässt sich hier ordentlich feiern. Er hat mit Mark Morris zusammen beide Tag Team Matches bei NXT gewonnen. Einmal gegen, wer war es denn nochmal, Ed Skartio und Viktor Kowalski, und dann das Main Event gegen Darren Baxter und gegen Santino Marella. So, Nummer 1 ist im Ring, und dann kommen wir jetzt zu dem Mann, der für mich so ein bisschen der Kopf... Ah, nee, nicht der Kopf. Der Kopf des Teams ist für mich eher Kevin Young. Aber Mark Morris, der ist der Mann mit seinen unglaublich krassen Aktionen. Wir erinnern uns an das Handicap-Match. Es war ja kein Handicap quasi, es war, als wäre es nichts für Mark Morris, gegen Ed Skartio und Viktor Kowalski. Das war wirklich ein super Match, und jetzt kommt er hier, und jetzt hat er die Chance, heute Abend sich sein Titelmatch zu sichern, mit Kevin Young natürlich zusammen. So, das, was ihr gerade gehört habt, war zweimal der Mute, also einmal Mute und einmal Endmute-Knopf, weil ich musste wieder niesen. Passiert ja immer, wenn man aufnehmen will. Den ganzen Tag muss man nicht niesen, aber dann passiert's. So, Mark Morris... Die beiden werden bestimmt wieder einen Plan haben. Gegen Ed Skartio und Viktor Kowalski hatten sie den Plan, Verwirrung gestiftet, und Mark Morris hat, ohne dass es irgendjemand ahnen konnte, das Match im Handicap quasi gewonnen. Ja, und heute Abend die beiden. Und wer sind denn jetzt die Tag-Team-Gegner von den beiden? Wer sind sie? Das beste Tag-Team aller Zeiten, so sagen sie selber. The Ascension, Victor und Connor. Endlich haben sie den Weg gefunden zu uns in den LCW-Universe-Modus. Und das sind zwei Gegner, die müssen wir ernst nehmen.
The Ascension, nicht die Detention, wie es ja manche gesagt haben, auch nicht die Legion of Doom, auch nicht die Road Warriors, sondern The Ascension. Victor und Connor, ich glaube, so heißen die beiden. Und das ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung für Kevin Young und für Mark Morris. Da bin ich mal gespannt. Erste Überraschung direkt in der Pre-Show. The Ascension gibt das Debüt bei Payback. Das, so kann auch mein Pay-Per-View wieder anfangen. Das ist mal ein Bild. Das ist mal wirklich ein Bild. Bad News Barrett, der ist heute nicht in Action. Der ist generell beim Pay-Per-View nicht in Action. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Tag-Team-Match. Ganz klar. Die Sieger bekommen das Titelmatch, die Ascension quasi so, ja, das ganze NXT-Turnier haben so umgangen. Und wenn hier heute Abend die Ascension gewinnt, dann haben wir Jack Steele und Raza gegen die Ascension bei Over the Limit und andersrum Kevin Young und Mark Morris gegen Jack Steele und Raza. The Real Steels, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier brauche ich auch noch einen Tag-Team-Namen für Mark Morris und Kevin Young. Könnt ihr ja vielleicht jetzt mal in die Kommentare schreiben. Der liebe Kevin Young wollte sich noch bei mir melden, hat aber jetzt nicht geschafft. Ich habe extra bis 3:30 gewartet mit dem Aufnehmen, aber er hat sich nicht gemeldet. Ist ja auch nicht schlimm. Sagst du mir halt euren Tag-Team-Namen etwas später. Aber dafür müsst ihr auch heute erstmal gewinnen, dafür, dass das jetzt wirklich interessant wird. Wenn er heute Abend verliert, dann wird es eh uninteressant, wie er heißt. Dann interessiert sich da eh keiner mehr für, noch weniger als sowieso schon. Kevin Young und Mark Morris gehören jetzt, glaube ich, nicht so zu den Publikumslieblingen, also zumindest bei euch. Ich glaube, das sind jetzt nicht eure absoluten Favorites, da gibt es, glaube ich, andere. Oh, das war mal ein Schlag da gerade von, ja, wer ist jetzt Victor und wer ist Connor? Das hätte ich mir mal vorher angucken sollen. Aber ich glaube, Victor ist, ich muss nachgucken, ich google das jetzt ganz schnell, weil nicht, dass ich das hier die ganze Zeit falsch mache, hätte ich mich natürlich auch mal vorbereiten können, aber ihr kennt mich ja, als ob ich mich mal vorbereiten würde. Oh, jetzt hier schöne Aktion gerade von der Ascension. Das heißt, das ist eigentlich übersetzt auch schöner. One-Hand, ja, Spinebuster, Chokeslam, Lift, irgendwie sowas. The Ascension, Victor. Welcher ist denn Victor? Victor ist der, der nicht im Ring ist, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, das ist nicht der. Dann ist Connor der, der drin ist. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt eben richtig getippt habe oder ob ich falsch lag. Ist ja auch komplett egal. Also jetzt Connor im Match. Okay, das kann ich mir merken. Ja, Mark Morris jetzt. Der Mann, wie gesagt, der für mich der ist, der halt in diesem Tag-Team Kevin Young und Mark Morris, der Mann ist, der die harte Arbeit erledigt und dann auch die wichtigen Siege holt. Kevin Young ist eher so, wie soll ich das sagen, so der mit Kopf halt in der Sache. Ich würde nicht sagen, dass Mark Morris der Kopf der Bande ist. Ich würde eher sagen, Kevin Young ist es. Aber die beiden, am Anfang hätte man nie gedacht, dass die zusammenkämpfen. Und jetzt haben sie sich zusammengeschlossen. Können wir mal gespannt sein, ob das hier heute Abend von Erfolg gekrönt ist. Gegen die Ascension ist natürlich eine verdammt große Herausforderung. Ja, und was gibt es einen besseren Weg, als beim Pay-Per-View-Payback ja, sein Debüt zu feiern für die Ascension. Und ich freue mich so auf die Matches, die noch kommen. Das Legend-Killer-Match. Ich erwarte da so viel von. Das wird so awesome. Mit Randy Orton, mit HBK, mit Kevin Nash. Also die drei alleine schon am Ring. Ist ja schon hammercool. Ist natürlich ein Einzelmatch, habe ich ja schon gesagt. Nur HBK unterstützt seinen Freund Kevin Nash ein wenig. Und natürlich muss ich ja jetzt sagen, mit der Ascension sind zwei weitere jetzt in der Beschreibung frei. Die sind komplett bei NXT, das kann ich schon mal sagen. Also wer noch mitmachen will, zwei neue sind jetzt frei. Vielleicht am besten zwei aktive Kommentarschreiber, die auch irgendwie miteinander gut klarkommen. Damit ihr hier wirklich als Tag-Team ja, eine gute Zeit haben könnt im Let's Play. Aber das macht immer mehr Spaß, wenn ihr als Tag-Team auch gut klarkommt und euch auch irgendwie so ein bisschen, ne, versteht. Weil das ist immer blöd, wenn jetzt hier, was weiß ich, ich sag jetzt ein Spongo, Victor wäre und jemand, mit dem er noch nie geschrieben hat, irgendein Abonnent, der vielleicht zweimal im Jahr einen Kommentar schreibt, den anderen nimmt. Das hatten wir, glaube ich, bei der Wyatt-Family schon mal und das ist eher nicht so geil. Ist generell geiler. Je mehr ihr schreibt, je mehr bekommt ihr auch. Das müsst ihr euch auch immer merken. Je aktiver und besser, also nicht, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich, Undertaker, will mit Big Show, Kane, The Rock und Stone Cold Steve Austin einen Stable gründen, dann werde ich das wahrscheinlich eher belächeln. Aber wenn ihr zum Beispiel richtig kreative Ideen habt, am besten schreibt ihr mir die persönlich, wenn ihr so Fäden-Ideen habt. Glaubt mir, es haben schon genug Leute Fäden mir gesendet, die ich eingebaut habe. Und dann habt ihr eure Matchzeit, eure Fäden hier live bei Raw, SmackDown und NXT. Also so ist ja nicht, dass ich nur alles alleine mache. Viele der Ideen sind auch von euch. Klar, der Payback-Pay-Per-View ist größtenteils meine Idee so gewesen. Aber das entwickelt sich ja auch manchmal einfach. Aber wir sind ja erst am Anfang von Payback und wer weiß, was da schon noch passieren wird. Pay-Per-Views sind bei mir immer unberechenbar, ihr wisst es ja.
Da denkt man, man weiß alles, aber dann kommt es doch anders. Wie zum Beispiel hier, The Ascension. Vielleicht hat der ein oder andere damit gerechnet, aber der ein oder andere mit Sicherheit auch nicht, weil, ne? Ist ja nicht so offensichtlich gewesen. Ich habe ja nicht vorher gesagt, The Ascension kommt oder so. Ah, gut hier von Victor. Ist natürlich auf episch eingestellt. Das bedeutet, ihr kennt es ja, ein epischerer Matchverlauf sozusagen. Etwas länger, etwas härtere Aktionen, etwas, ja, länger aushaltende, ja, wie heißt es, Kämpfer, so kann man sagen. Aber das macht halt auch den Pay-Per-View aus. Mark Morris, oder kassiert er den Kick? Ich dachte, jetzt kommt was. Aber Victor wartet zu lange. Mark Morris mit dem schönen Powerslam. Wunderbar. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wer gewinnt. Alleine so von dem Impact, den es die Ascension gerade gemacht hat. Ich sage ab jetzt die Ascension und nicht die, weil das, da verspreche ich mich ja häufiger als alles andere. Dieser Englisch-Deutsch-Mix auf Dauer ist nicht so geil. Also ich würde ja theoretisch sagen, die Ascension gewinnt, aber irgendwie Mark Morris und Kevin Young, die haben bisher im Turnier gezeigt, zu was sie fähig sind. Und ich glaube auch, die können eine Ascension besiegen. Was bedeutet Ascension übersetzt? Ich könnte es jetzt nachgucken, aber vielleicht wisst ihr es ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Was heißt denn Ascension? Ich bin eigentlich ja gut in Englisch, aber das Wort habe ich noch nie übersetzt. Ah, guter Konter von Mark Morris. Vielleicht mal wechseln zu Kevin Young. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Ah, schöne Kopfnuss da von Mark Morris. Aber Victor, als wäre nichts gewesen, macht weiter. Schlägt jetzt da auf Mark Morris ein. Der taumelt da schon und kassiert einen Uppercut. Das war mal eine neue Aktion. Und das Cover. Aber Rope Break, ganz normales Tag Team Match, kann man ja nochmal sagen. Mit allen Regeln, Count-Out, Rope Break, ganz normal, wie man das kennt. Oh, jetzt wechselt. Jetzt kommt Kevin Young, aber auch der Wechsel bei der Ascension. Ja, schön, Connor jetzt. Wow, das ist das Coole. Neue Superstars zeigen man direkt mal neue Moves, die wir bisher im Let's Play noch nicht gesehen haben. Deswegen ist das immer cool, wenn man so Stück für Stück neue Superstars hinzufügen kann. Das macht dann richtig Spaß. Schöner Clothesline da in der Ringecke. Jetzt muss Connor weitermachen. Jetzt hat er Kevin Young, wo ich sagen würde, den pinnt man eher als einen Mark Morris. Ich weiß es nicht, ich kann mich natürlich auch irren. Aber vom Gefühl her würde ich das sagen. Jetzt schlägt er hier auf Kevin Young ein und noch ein Clothesline von hinten. Ja, Kevin Young ist da jetzt in der falschen Ecke. Da liegt er jetzt richtig ungünstig, weil so kann die Ascension wild hin und her wechseln. Das ist klar. Schöner DDT von Connor. Ah, was jetzt? Connor zieht sich Kevin Young zurecht in den Ring. Und jetzt schon das Cover. Das erste Cover. Eins. Aber da kommt Mark Morris, natürlich unterbricht er das Ganze. Attackiert er jetzt Connor, da hätte der Referee vielleicht was sagen können. Er mahnt ihn da jetzt auch. Ja, das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn hier Kevin Young und Mark Morris durch Disqualifikation verlieren würden. Dann würden sie sich bestimmt ärgern. Und die Frage ist ja auch, wenn sie jetzt hier heute Abend verlieren sollten, Kevin Young und Mark Morris, kämpfen sie danach weiter zusammen oder war es das dann mit dem Tag Team schon wieder oder hassen sie sich dann schon und wir sehen die beiden in einem 1 gegen 1? Ja, weiß keiner. Werden wir dann sehen. Und ich kann es nochmal sagen, in Part 100 bei NXT werden wir den neuen LCW Champion Lucaranos Community Wrestling. Und jetzt kommt die Ascension Double Shoulder Block. Das war meine Aktion. Die sah super aus. Double Shoulder Block. Neue Tag Team Aktionen. Ich feiere es jedes Mal. Schöner Backbreaker da. Kevin Young, ja, der kriegt jetzt hier Probleme mit der Ascension. Die zeigen, was sie können. Schöner Suplex in die Brücke und das Cover hinterher. Eins, zwei. Aber Mark Morris im letzten Moment geht er dazwischen. Das war jetzt auch wieder knapp. Und ich hatte mich übrigens vertan mit eurer Freizeit. Ihr habt nicht frei, als ich dachte, ihr hättet es. Oh, jetzt Victor. Springboard Elbow von Victor. Das war eine Aktion. Eins, zwei, nein, 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 nein. Kevin Young kommt raus. Das war quasi eine Hommage an Jack Steele, weil das war ja quasi auch ein Finishing Move von Jack Steele. Das war schon ein Zeichen an die Tag Team Champions gerade. Und jetzt muss Victor weitermachen. Jetzt sieht's gut aus. Aber der Konter von Kevin Young. Ich hatte nämlich die falschen Tage gesagt. Ihr habt frei am Mittwoch, dem 13. müsstet ihr noch Schule haben und dann 14., 15. müsstet ihr frei haben, dann kommt das Wochenende. Da könnten wir theoretisch einen Stream reinknallen. Ich habe gesehen, einige von euch haben Battlefield 3 für PC. Das wäre ein Spiel, was wir spielen können. Wir können Call of Duty Ghosts auf PC spielen, Hardline auf PC spielen, FIFA auf PC spielen, FIFA auf PS3 eher weniger. Denn FIFA auf PC auch nicht, vergesst das ganz schnell. Trials Fusion, ganz geiles Game für die Community. Wenn sich da Leute drauf freuen würden und Bock hätten, sich das für 8 € zuzulegen, macht mega Spaß. Könnt ihr mal
mal beim Commander Krieger gucken. Untereinander mit Skype-Konversation muss eigentlich Bock machen. Auch wenn man da nicht so stark ist oder das vielleicht nicht so gut kann. Allein sich zu battlen im Wettkampf könnte Spaß machen. Und ich rede schon wieder über den Livestream. Aber ich komme wieder zurück zu dem Match jetzt. Wieder Double-Team-Aktion von The Ascension und das kennen wir. Das ist der Finishing-Move von The Ascension. Clothesline und Uppercut. Ich weiß gar nicht, wie die Aktion als Combo heißt. Gegen Mark Morris. Das war ein Impact. Und jetzt das Cover. 1, 2. Aber Kevin Young geht dazwischen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist das Match kurz vorm Ende. Weil das war die Ascension mit ihrem Tag Team Finisher. Oh, das war nicht gut. Military Press Ansatz. Gekontert von Victor. German Suplex. Quasi auch wieder die Aktion des Gegners genommen. Mark Morris hat ja auch so einen German Suplex. Aber cool, dass Victor immer die Aktion der Rivalen sozusagen nimmt. Eben der Uppercut von Jack Steele und jetzt der Back-Suplex von Mark Morris. Ist schon cool. Also wie gesagt, die zwei sind frei. Wer wieder Bock hat, richtig aktiv im Let's Play mitzumachen, sucht euch einen Partner, dann könnt ihr hier als Teil von The Ascension richtig durchstarten. Schöner DDT da von Connor. Ah, Connor nimmt Anlauf, Belly to Belly. Weil Connor guckt ihn euch an, der hat auch die Statur und die Kraft, um einen Mark Morris durch die Luft zu schleudern. Das ist schon echt ziemlich beeindruckend, finde ich. Also, ich finde, die Ascension macht einen guten Eindruck hier. Boah, das aber mal ein Schlag von Mark Morris, den darf man nicht wütend machen. Backstabber! Backstabber von Mark Morris, den darf man einfach nicht wütend machen. Und jetzt das Cover. Die Ascension, one... Na, oh, was war das denn? Da kommt Victor quasi direkt raus. Aber der DDT. Aber der DDT von Mark Morris, der hat schon Matches entschieden. Cover. 1, 2, 3. Nein! Nein! Ich dachte, das war's. Ich dachte, jetzt ist es vorbei und Mark Morris und Kevin Young gewinnen tatsächlich. Aber dann kommt er raus bei 2,5 der Victor. Der zeigt hier aber Durchhaltevermögen. Meine Herren. 1, 2, 3. Und das war... Das war 3! Das war 3! Kevin Young konnte es nicht unterbinden, er hat nur noch den Referee niedergeschlagen am Ende. Was war das denn? Er wollte den Referee niederschlagen, sodass der das Cover aufhört und die Ascension gewinnt. Mann, Mann, Mann! Das ist mal ein Weg, um den Pay-Per-View zu beginnen. Die Ascension mit dem Debüt. Das Ende war wieder richtig krass. Da wollte Kevin Young den Referee K.O. schlagen, aber in dem Moment, wo er quasi K.O. wird, schlägt er ja noch den dritten Count. Ja, so kann Pay-Per-View anfangen. Die Ascension kommt zur LCW und beweist direkt mal, sie sind geil auf die Tag-Team-Gürtel. Jack Steele und Razar werden sich das Match angeguckt haben. Jack Steele ja später beim Pay-Per-View noch in Action. Ich hoffe, dieser Opener quasi zum Pay-Per-View-Payback hat euch gefallen. Seid auch wieder morgen dabei, lasst einen Kommentar, einen Daumen nach oben, schreibt mal was zu den angesprochenen Themen, Livestream, welche Spiele und Co. Schreibt mal alles rein, wer will Victor und Connor sein? Zwei Leute sind frei, ihr könnt sie euch nehmen. Wir sehen uns morgen, bis dahin, LCW und Hell Yeah!